Künstler gibt es viele, auch international erfolgreiche. Thomas Weinberg war zum Beispiel schon Vize-Europameister. Aber nicht jeder hat sich schon mit 19 Jahren selbstständig gemacht und seine eigene Firma gegründet, so wie er. Hallo, mein Name ist Thomas Weinberg, ich bin 27 Jahre alt. Das hier ist Gigolo John. Ich bin hier in Aachen auf meiner Anlage, wo ich als Trainer von Reiter und Pferd arbeite, bin auch selber Springreiter. Und heute möchte ich euch ein paar Orte in Aachen zeigen, die ihr vielleicht nicht kennt. Thomas Weinberg ist im Pferdesport groß geworden. Auch seine Eltern waren erfolgreiche Springreiter und Trainer. Und er ist ihrem Weg gefolgt. Er kauft junge Pferde, trainiert sie, stellt sie auf Wettbewerben vor und verkauft sie wieder. Es ist eine einzigartige Sportart, weil man halt mit dem Tier sehr individuell zusammenarbeitet, weil alle unterschiedlich sind. Ja, interessanter Job, jeden Tag was Neues. Mir bedeutet es im Grunde alles, die Arbeit mit dem Pferd. Die erste Empfehlung von Thomas Weinberg ist das Reitstadion Aachen. Rund 40.000 Zuschauer finden hier Platz. Es ist eine der größten Reitanlagen der Welt. Hier wird jedes Jahr der CHIO ausgetragen, der Concours Hippique International Officiel. Das hier ist für mich eigentlich der wichtigste und schönste Ort der Welt. Hier ist die Weltbühne des Pferdesports, also das heißt, einmal im Jahr trifft sich hier die Elite im Springsport, um sich zu messen. Das Aachener Publikum ist absolut gewaltig, die Atmosphäre hier, das gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Das hier ist was, das sollte jeder einmal erlebt haben. Der CHIO ist eines der ältesten und renommiertesten Turniere der Welt. Mehr als 500 Pferde, 300 Reiter und 350.000 Zuschauer nehmen daran teil. Große Show und großer Sport, dafür steht Aachen. Und Glanz und Glamour gibt's auch vor dem Stadion. So, hier sind wir beim Walk of Fame, ähnlich wie in Hollywood. Allerdings sind hier die Stars die Pferde. Das hier sind Originalhufeisen von weltberühmten Pferden, die unter anderem hier schon den großen Preis gewonnen haben. Bei uns im Sport sind nämlich die Pferde die Stars, nicht die Menschen. Für die zweite Empfehlung tauchen wir noch einmal in Aachens Geschichte ein. Wir betreten die Innenstadt durch das Ponttor. Hier sind früher die Könige durchgegangen zu ihrer Krönung am Marktplatz. Das hier war im Grunde das Eingangstor der äußeren Stadtmauer Aachens. Und heute ist das der Eingang zur Pontstraße, wo man jegliche Kneipen, Restaurants und andere schönen, interessanten Orte findet. Ob mittags oder abends, ob Studenten oder Geschäftsleute, man trifft sich in der Pontstraße. Die Universität ist um die Ecke, die Preise in den Bars und Restaurants sind moderat. Und die Menschen in Aachen sind sehr weltoffen. Der Charme hier in Aachen ist einfach durch auch die Grenznähe, dass man sehr viel internationales Publikum hat. Also der Flair Aachens ist nicht vergleichbar mit einer normalen deutschen Stadt. Grenze ist das Stichwort. Die dritte Empfehlung liegt vor den Toren der Stadt. Sie ist entweder mit dem Auto oder mit einer kleinen Wanderung zu erreichen. Hier sind wir in Holland, hier in Belgien und jetzt sitze ich in Deutschland. Der Dreiländerpunkt ist ein beliebtes Ausflugsziel und Fotomotiv. Hier stoßen die Niederlande, Belgien und Deutschland unmittelbar aufeinander. Das Europa der offenen Grenzen ist hier direkt erlebbar. Darauf ein Prost in einer der Ausflugsgaststätten am Dreiländerpunkt. Hier sind wir jetzt für heute am Ende unserer Reise angelangt. Ich sitze jetzt hier in den Niederlanden mit meinem belgischen Bier. Und von hier aus kann man sehr schön die Stadt Aachen sehen.